Hi Leute, ich bin Steffen von den Matchatex Buddies und heute mit drei Päckchen von der Bundesliga Kickoff Edition. Und dann fangen wir mal an mit Nummer 1. Als erstes von Paderborn einer, dann Stranzel von Gladbach, Rodriguez von Wolfsburg, Van Haak von Augsburg, ein Kölner, ein Bremer, Castro von Leverkusen und ein Berliner. Dann Svento von Köln, von Hertha BSC Berlin, einer von Werder Bremen, André Hahn von Gladbach, Aslan von Hamburg und Robin von Bayern München. Und dann noch die SGL Arena. Und dann der Glitzersticker ist von TSG 899 Hoffenheim, das Zeichen von Patrick Helmes und von der Meisterschale, die Nummer 2. Ja, so sehen die also aus. Jetzt weiß ich auch mal, wie die Nummer 1 und die 2 aussehen. Ja, und dann kommen wir mal zum zweiten Pack. Von Wolfsburg Perisic, von Mainz von Augsburg und Lustenberger von Hertha BSC Berlin, von Borussia Dortmund Jakub Laschikowski, von Eintracht Frankfurt Hasebe, von Paderborn einer und Max Kruse von Gladbach, dann von Eintracht Frankfurt Bastian Utschipka, von Hertha BSC Berlin Thomas Kraft, von Paderborn einer, von Werder Bremen Elie, von VfB Stuttgart Werner, ein Kölner Schmied von Freiburg und ein Mainzer. Und dann das Augsburg-Zeichen, Husti von Hannover 96, Hannover 96-Zeichen und Hoffenheim-Zeichen. Das dritte Pack, weil ich jetzt öffne und zum dritten Mal Hoffenheim-Zeichen drin. Da stimmt etwas nicht, würde ich mal sagen. Nein, Spaß. Von Borussia Dortmund im dritten Pack. Roman Weidenfeller, Diaz von Mainz 05, ein 96er von Wolfsburg, Vinaglio von Freiburg und von Köln einer und dann die Imtisch Arena. Dann De Bruyne von Wolfsburg, Xhaka von Borussia Mönchengladbach, dann ein Hamburger, Hasebe von Eintracht Frankfurt, ein Kölner, Plaschikowski von Dortmund und Torjubel des SC Freiburg. Keine Ahnung, wo man den hinkleben soll, ganz ehrlich. Ich dachte, da kommen die Stadien hin am Ende. Und dann von Mainz 05. Okazaki, Bayern München Zeichen und schon wieder die Meisterschale. Ich dachte, ich ziehe überhaupt nicht so an und jetzt zum zweiten Mal. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und ein Abo könnt ihr auch natürlich da lassen. Und dann haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao.